Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Adventure Map. Und zwar Epic Jump Map 9 Ultimate Trolling mit dabei, der Hardy und der hallo. Dennis. Hallo. Und jetzt, was müssen wir machen? Oh no, someone stole the button. Oh, cool. Hier unten könnte der Button sein. Oh, komm, hier ist die Kiste. Und hier ist der Button. Oh, das ist der Button. Wieso lacht denn der so? Do you dare to open it, stand da. Hallo? Ja. Do was denn? Dare to open it. Ja, pack den Button da rein und fertig ist die Kiste, du Mongo. Mach ich jetzt auch. Ja, mach das doch jetzt mal. Kann ich auf meine geilen kleinen Hoden gehen, ne? Aber geil. Oh, what the fuck? Oh mein Gott! Nein, okay, verstehe. Oh lol. Nein! Ach so, ja, stimmt, den Kaktus-Trick, den habe ich ja jetzt raus. Nein! Ah, da ja, war ich zu ich früh. Ich hab ihn nicht raus. Nee, da war ich zu früh, da war ich zu früh. Ja doch, das funktioniert echt ganz gut, muss ich sagen. Ja, natürlich funktioniert das ganz gut. Ich brauch ohne Spaß, ich brauch grad Leben. Nein! Achso, jetzt muss ich auf den Schalter drücken. Brauchst du was zu essen? Dann? Hast du noch was zu essen? Achso. Ne, zu essen habe ich, aber das Leben regeneriert bei mir mega langsam, solange ich mal ganz kurz pinkeln. Okay, geh mal pinkeln. So, alles klar. Spawnpoint. Juhu! Ah, Peter ist auch schon. Guck dir das an, doch. Spawnpoint. Ja, der Bram chillt noch da hinten und macht Pipi. I still need beep, water. Beep, 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 Mama, mach mir nicht in die Hose. So, was ist das denn? Oh, das ist so ein... Sag mal, haben bei dir die Banner da auch so eine komische Umrandung? Ja, haben sie tatsächlich. Das ist ja strange. Waren wir da hinten eigentlich schon drin, in den hohen Gebäuden, in den zwei Türmen? Ja, guck dir mal die Banner von der anderen Seite an. Oh, das ist ja krass. Und dreh. Das sind oh, cool. Alter, ohne Spaß, ich hab ja immer noch nur... mir fehlen immer noch 4 Herzen. Wie langsam regeneriert man denn? Hast du volles Futter? Ah, oh, scheiße. Ja. Das ist aber strange. So. Yes. Halbes Herz. Halbes Herz. Ah, das dauert tatsächlich lang. Boah, Bram, sei doch nicht so inkompetent. Ja, irgendwie hab ich jetzt hier noch nicht raus. Oh, lol. Einfach drüber laufen. Einfach springen, tick, tick, springen, tick, tick, springen. Moment, aber ich kriege immer 3 Ticks. Na, bist du zu langsam. Ja, echt wahr. Ja, amüsiert euch ruhig von da oben. Das ja, tun wir auch. Verdammte Kacke, ey. Ich will das jetzt schaffen. Machst du denn da? Oh, Peter, weißt du, was ich gestern erstmal gemacht habe? Nee. Erstmal eine PlayStation Vita bestellt. Aber geil, Junge! Ja, und ich habe mir direkt erstmal aus Amerika, werde ich mir jetzt erstmal Dragon's Crown importieren. Okay, ich weiß nicht, was das ist. Das ist irgend so ein, keine Ahnung, von Atlus. Ich weiß nicht, ob du doch den Hersteller, den Publisher Atlus kennst. Ja, klar, die haben Demon's Souls gemacht. Okay. Gepublished, beziehungsweise. Ah, okay, die haben Demon's Souls gemacht. Ja, die haben auch früher irgendwas, so Super Nintendo-Spiele haben die auch gemacht, so Rollenspiele, wenn ich mich nicht irre. Und das ist ein, so ein Side-Scroller, aber, also für PlayStation 3 und für Vita, hat aber von Metacritic mittlerweile schon eine 91er-Wertung. Okay. Also ist das so ein Japan-RPG? Ich guck mir mich gucken. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Ach so. Überhaupt nicht. Das ist so, ich sag mal, diese Figuren, das ist jetzt nicht so 3D, sondern die sind, das ist wirklich 2D. Aber die sind alle handgezeichnet. Also das ist dafür kann man Karten auf der Map. Okay, das klingt ja interessant. Ich habe auch so eine Vita hier rumliegen. Ja, ich habe mir dieses Pack geholt für 179 Euro mit 10 Spielen und so einem Scheiß. An die Weiße kommst du ja leider nicht dran. Mit 10 Spielen? What the fuck? Ja, gibt gerade eine Aktion bei Amazon, wo du dann so Little Big Planet und oh, nice. Ratchet und Clank und so einen Scheiß halt dann dabei hast, ne? Ja gut, von den 10 Spielen sind jetzt ungefähr 6 kannst du davon in die Tonne treten, aber Little Big Planet für lau dabei quasi und Motorstone oder keine Ahnung, was das auch mal bei war. Keine Ahnung. Ich habe mir gedacht, ich probiere sie jetzt einfach mal aus. Für den Preis kann man nicht meckern. Die ist deswegen, also die ist, ich finde die... Ich finde die von dem Gerät her viel, viel cooler als den 3DS. Aber irgendwie ja, fehlen mir noch so ein bisschen die Spiele dafür, sage ich jetzt mal. Also ja. wofür ich das Ding primär benutze, ist ehrlich gesagt
alte Spiele. Also PlayStation 1 ja, Spiele beispielsweise. Final Fantasy 9 und sowas. Oh nein! Two Letters. Okay. Weil das ist halt echt ganz cool, das einfach mobile zocken zu können. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin mal gespannt. Ich habe da noch nie eine Hand gehabt. Unlustig. Ich habe Crash Bandicoot da tatsächlich nochmal durchgespielt, den dritten Teil. Lol. Ach ja, ich darf ja den Checkpoint benutzen, ne? Weil ich ein geiles Schnittchen bin. Ja, und man kann ja quasi auch so Super Nintendo-Spiele drauf spielen, ne? Damit man weiß, wie. Ja, ist das möglich? Ja, aber Sony veröffentlicht halt in regelmäßigen Abständen Firmware-Updates, um das zu unterbinden. Ah, okay, verstehe. Was ja auch völlig in Ordnung ist, aber es ist tatsächlich möglich, ja. Make your checkpoint, put two letters. Ich darf den Checkpoint auch benutzen. Woo! Woo! Dann komm hier hin. Hier ist der Checkpoint. Also hier ist die Challenge zu Ende. Achso. Ja, bin ich mal gespannt, was du zu dem Ding sagst. Ich hab dafür, was hab ich denn dafür? Einmal Uncharted, weil, ich weiß nicht, hast du PlayStation Plus, Hardy? Ich habe auf jeden Fall einen PSN-Account. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich PlayStation Plus habe. Was ist denn PlayStation Plus jetzt? PlayStation Plus ist dieser Service, wo du irgendwie so ein Jahresabonnement besitzt und dafür bekommst du jeden Monat halt kostenlos Spiele, die du dir runterladen kannst. Okay, was kostet das? Ich glaube 50 Euro im Jahr oder so, 55 Euro im Jahr. Nee, ich glaube, habe ich nicht. Weil da sind, also für die PlayStation 3 haben wir da schon ganz viele Spiele mit runtergeladen und Uncharted Golden Abyss ist da so ein Standardtitel für die PSP. Bekommst du auch jeden Monat irgendwie einen neuen PSP-Titel, da sind manchmal echt ganz coole bei. Oh, cool. Ja, mal gucken, ich werde mal ein Bild von dem Ding machen. Hast du eigentlich auch von der Aktion gehört, die PlayStation angeblich machen will, hier PS4 und PS Vita für den Preis von der Xbox One? Nee, das ist voll die gute Idee. Ja, die wollen so, also Gerüchten zufolge, laut GameStar zumindest, will Microsoft so. Alter. Hardy? Ja. Sag nicht. Okay. Ja, wir können uns ja noch ein bisschen unterhalten, während wir haben. Okay, wir unterhalten uns. Ist gleich. Ich sag gar nichts, wir gucken uns halt einfach an, dieses Spektakel. Ja genau, auf jeden Fall wollen die halt so einen Bundle machen, womit du halt die PS Vita und halt die PS4 für den Preis von der Xbox One kriegst. Egal, was die kosten soll, angeblich. Auch wenn Microsoft den Preis noch senkt. Da bin ich ja mal, halt ausgehen. Da bin ich ja total gespannt, ob die das machen, weil das ist eigentlich voll genial. Fuck. Weil die sollen mit der PlayStation 4 sollen die Vita ja auch noch mal ganz stark mit einbinden. Das ist schon so fast so ähnlich funktioniert wie bei der Wii U mit dem Controller mit Bildschirm. Also, dass du da vielleicht auch Spiele drauf streamen kannst und so. Ja, ja, klar, optionaler auf jeden Fall. Aber dass viele, viele Spiele halt auch für beide Plattformen funktionieren und du dann irgendwie Spiele mit on the go nehmen kannst. GTA 5 auf der PlayStation Vita. Das halte ich theoretisch für relativ unwahrscheinlich, muss ich sagen, dass das wirklich irgendwie so funktioniert. Also wenn dann nur in so einer absoluten abgespeckten Version, und dann denke ich mir auch, okay Leute, dann zocke ich es aber lieber auf dem großen Bildschirm. Das muss ich mir dann ja nicht irgendwie in der Bahn geben, GTA 5. Oder irgendwie generell on the go. Boah, Hardy, ey, ohne Scheiß. Ohne Spaß, ich weiß nicht, wo ich genau da hinspringen muss. Ist kein Ding. Aber beispielsweise, wo ich das jetzt wirklich relevant finde, ist, wenn du wirklich irgendwie so lokalen Multiplayer-Modus hast und dann Spiele irgendwie so gegeneinander spielen kannst, mehr oder weniger, und eine spielt halt auf dem Fernseher und der andere nutzt die Vita. Ah, sehr gut. Aber Hardy hat sich das Schild angeguckt. Ja, ohne Scheiß, Respekt. Ja, ich habe mir tatsächlich das Schild angeguckt. Ja, ich bin auch gespannt. Also es gibt, ich habe schon bei Metacritic geguckt, es gibt auf jeden Fall schon einige wirklich gute Titel, aber wie gesagt, dieses Dragon's Crown da mit 91er Wertung. Aber du bist echt ohne Scheiß genauso wie ich, glaube ich, ey. 3DS so, weißt du, Luigi's Mansion habe ich jetzt vielleicht mittlerweile 25 Minuten oder so gespielt, Pokémon angespielt, alles angespielt. Und jetzt benutze ich den 3DS quasi nicht mehr. Ja, also ich spiele auch immer alles an, aber ich spiele es irgendwann dann auch wieder zu Ende, so, weißt du? Ich bin einfach nicht so jemand, der so wirklich die ganze Zeit an einem Spiel sitzt, sondern der einfach viel anfängt. Ja, ich bin dann einfach die Mitte von euch beiden. Weißt du, Peter spielt ganz viel an und spielt nichts zu Ende. Das stimmt überhaupt nicht, ich spiele voll viel zu Ende. Aber halt nicht auf den lokalen, aber nicht auf den mobilen Konsolen, aber ansonsten schon. Außerhalb der Let's Plays, da spielst du das zu Ende. Also fast alle großen Spiele, die ich außerhalb der Let's Play spiele, spiele ich ja zu Ende. Wie beispielsweise Tomb Raider.
Oder Bioshock Infinite. Ah, gut, okay. Bioshock lasse ich zählen. Na, tun wir da nicht, oder was? Ne. Ah, nett. Okay, was von. Auch nö, no, sag let's mir go nicht. On the beach. Ach komm, Slash Kill. Reminder: White, Green, Red, Wool. Mann, wo müssen wir denn hier hin? Ach, das gibt's doch gar nicht, ey. Es ist ein Spasti! Was denn? Hm. Ey, Peter, hast du schon Sachen kaputt gemacht? Ja, die Red Wool. Okay. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob es unten wirklich weitergeht. Wahrscheinlich nicht, oder? Na, hier ist auf jeden Fall ein Checkpoint. Get your Kipper Flippers on. Achso, das ist jetzt. Oh, Wiggle, yeah. Oh. Oh Mann! Toll. Oh fuck, es geht weiter. Oh, sorry. Ah! Da ist ja gar nichts drunter! Ja, aber da stand gerade extra auf dem Schild Reminder, weißt du? Da! Da, ich hab sie! Meine Truhe! Das ist doch der Checkpoint. Achso, da ist eine Truhe, fuck. Da! No, da ist ja gar nichts drin gewesen! Ja, du warst so langsam. What the fuck? Hahaha, ich hab eine Truhe. Ja, aber da ist nur Essen drin. Nee. Ja. Da war überhaupt gar kein Essen drin. Nein, da war eine Fishing Rod drin, auch gut. Hui, das ist ein 4. 4 Stück und ich snack mir alle weg. There's a chest with a fishing rod on this island. Bribe the cook with one fish, throw it here. He might open the ship's gate for you. Ah, ja, okay. Ja, dann angeln mal, Peter, wenn du das unbedingt alleine machen willst. Klar, kein Problem. Ja, echt mal. Ey, so wird das aber schwierig mit der Angelei. Ja, Peter, du musst im Wasser stehen, um zu angeln. Das machen Flussfischer machen das auch. Du musst dem Fisch sagen, dass er sich an den Haken hängen soll. Los! Lol, ich hab eine Banane gekriegt. Hast du jetzt eine Banane aus dem Wasser gezogen? Du hast eine Banane aus dem Wasser gefischt. Ich frag mich ja echt, wie die jetzt angebissen hat. Ja, und Spaß. Schmeiß sie mal da rein. Und? Wahrscheinlich hat er die schon gegessen, oder? Warte, ich schmeiß mal die Banane da. Oh, nice. Wahrscheinlich hättest du da alles reinwerfen können, einfach. Welcome to Hotel Super Ship. Der hat so viele Scripts hier drin. Ja. Oftenly mistaken with Hotel Super Shit. If you do it, you might or might not be exploded. What? You need to get to the top of the ship through the conference hall, which is over there. Okay. Ich glaube, dass da lang geht. Doch, ich hab nur die Truhe gesnackt. Ich hab mir nur die Truhe gesnackt. Ja, die wundert dich das. Also auf der Map hier habe ich ausnahmsweise mal einen Lauf. Muss ich einfach mal ja. So sagen. Das stimmt. Wie soll man denn jetzt da reingehen? Du bist quasi so, wie ich bei Cube World bin. Ja, weil du ein Nahkämpfer bist, du Homo. Ja, und? Snacky die Snack Snack. Wo geht das denn jetzt weiter hier? Ich hab's auch nicht verstanden. Hier oben. Wie hier oben? Oben. Wo oben? Ja, oben. Ach, hier oben. Ach, Leute, da geht's weiter. Ach, Peter, was machst du denn da schon wieder für einen Krams? Runtergefallen. Ja, Hardy. Ja, toll, Peter. LOL! Auf jeden. Kuchen. Okay, Hardy wird gleich richtig ragen. Weird Checkpoint, den wir nicht nutzen können. Nein! Alter! Ich mach keinen. Oh. Das war der falsche Befehl. So. Und jetzt? Ich tippe mal zum Baum, oder? Ja, wahrscheinlich. Ich folge mal Dennis. Yeah.